Kampf der Giganten. Der ein oder andere kennt es wahrscheinlich in den Kommentaren, von wegen, dein PC ist scheiße oder deine Konsole ist scheiße. Hier geht's jetzt im Endeffekt genau darum. Weil was mich immer aufregt in den Kommentaren, in diversen Videos oder auch auf Facebook, Twitter etc. ist, dass es heißt, das Spiel kommt ja nur für die Konsole oder das Spiel kommt ja nur für den PC. Das ist halt einfach so. Das hat damit zu tun mit der Spielerschaft. Weil zum Beispiel ein Anno oder so, das würde sich auf der Konsole gar nicht lohnen, weil dort ganz andere Spieler vertreten sind. Genauso andersrum, ein beispielsweise Uncharted oder so, würde sich auf dem PC lange nicht so gut verkaufen wie eben auf der PlayStation. Weil eben auf dem PC sind viele, sehr viele RPG-Spiele oder sagen wir mal MMORPG-Spieler oder auch Strategiespieler und auch rundenbasierte Spieler. Das hast du auf der Konsole eher weniger. Auf der Konsole sind eher die, ich sag mal, Core-Gamer drauf. Natürlich gibt es auf dem PC auch natürlich die Core-Gamer, aber in anderer Kategorie eingeteilt. Das lässt sich alles ein bisschen schwierig erklären jetzt. Ich will es mal so formulieren. Auf der Konsole sind eher, ich sag mal so, die Action-Gamer. So Action-Adventure, natürlich auch die Shooter-Spieler, gut, die haben wir auf dem PC auch sehr groß vertreten. Aber auf der Konsole ist eher so das Action-Adventure-Genre vertreten oder auch das Rennspiel-Genre. Und auf dem PC haben wir eher ein sehr großer Teil ist Shooter vertreten. Dann gibt es noch natürlich die, wie schon erwähnt, die MMORPG-Spieler wie LOL, World of Warcraft etc. pp. Oder auch die Adventure-Spieler zum Beispiel. Das hast du auf der Konsole eher weniger. Auf der Konsole gibt es mittlerweile auch viele Adventure-Spiele. Aber man muss sagen, auf der Konsole ist das Adventure-Genre eher sehr, sehr klein. Auf dem PC ist es zwar auch klein, aber lange nicht so klein wie eben auf der Konsole. Und aufgrund dessen kommen eben diese Spiele nicht auf dem jeweils anderen System. Das ist aber nur ein Grund, warum dieses Streitgespräch immer wieder zustande kommt. Da gibt es noch diesen anderen Grund, von wegen, Konsole ist einfach scheiße, hat eine scheiß Grafik. Wo ich mir so sage, Grafik ist nicht alles. Mir geht es um den Spielspaß und nicht um die Grafik. Klar, die Grafik ist ein Punkt. Stell mir mal vor, wir hätten jetzt nehmen wir jetzt mal als Beispiel, Battlefield in der Grafik von 1995 beispielsweise, ja. Das wäre natürlich blöd. Wenn die Grafik nicht wachsen würde, hätten wir auch keine wachsende Spielerschaft. Ganz logisch. Aber ich finde dieses Streitgespräch immer wieder blöde. Dass dann kommt, Konsole ist scheiße, PC ist viel geiler. Dann sage ich, als Consolero, PC ist scheiße, ist viel teurer. So, und dadurch entsteht dann natürlich ein Streitgespräch. Ganz logisch. Ich finde es einfach nur scheiße, dass das immer wieder kommt. Kann man nicht einfach sagen, okay, du spielst das auf der Konsole, ich spiel's auf dem PC, bei Multiplattform-Titeln. Natürlich nicht bei Exklusivtiteln. Wieso muss das immer wieder kommen? Wieso? Erklärt mir das mal einer. Vielleicht kann mir das ja einer erklären. Vielleicht ist ja einer von euch ein PCler, da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele. Oder vielleicht ist von euch auch einer ein Consolero. Je nachdem. Und kann mir das vielleicht erklären, warum gewisse Leute einfach so sind. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die einfach ohne Grund sagen, ey, du bist ein Arschloch. Oder, ey, PlayStation ist scheiße. Oder, ey, Xbox ist scheiße. Gut, Xbox, PlayStation ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Das hat aber wieder mit der Plattform an sich zu tun. Beziehungsweise mit den Spieltiteln. Das ist aber wieder ein ganz anderes Thema. Warum, Leute? Warum müsst ihr euch immer wieder streiten? Wir sind doch eine Familie. Wir sind alle Gamer. Warum müsst ihr euch untereinander zoffen? Warum, Leute? Das muss doch nicht sein.
Klar, ich habe auch meine Defizite, was die Xbox angeht. Das hat aber einen ganz anderen Hintergrund, weil ich nun mal PlayStation-Zocker bin seit eh und je. Ich bin aber auch Xbox-Zocker seit eh und je, aber die Xbox hat für mich immer Negativpunkte gehabt. Das hat aber einen ganz anderen. Ja, ich habe es ja eben schon erklärt, warum. Weil ist halt einfach so. Wer sich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt, der weiß vielleicht, warum die Xbox in meinen Punkten nicht so gut ist, im Gegensatz jetzt zur PlayStation, wenn man es mal miteinander vergleicht. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich finde es halt einfach kacke, dass ihr euch alle so untereinander zoffen müsst. Das muss doch nicht sein, ja? Nur da kommt halt ein Anno nicht für die PlayStation oder die Xbox oder die Switch meinetwegen auch. Das wird halt einfach nie sein, weil dieses Genre einfach für den PC gemacht ist. Genauso wie diese PlayStation-Exklusivtitel, eben wie jetzt die Spiele von Quantic Dream oder so, einfach für die Konsole gemacht sind und einfach nicht für den PC-Markt ausgelegt sind. Weil der PCler, der hockt halt vor seinem System und der Consolero, der hockt größtenteils auf der Couch und zockt in Ruhe. Also bei vielen Titeln zumindest. Wie eben die Spiele von Quantic Dream à la Heavy Rain, Beyond Two Souls oder Detroit Become Human. Jetzt nur als Beispiel genannt. Oder meinetwegen auch für die PlayStation exklusiv PS3 und PS4. Journey ist auch ein entspannteres Spiel. Es gibt dann auch Uncharted, ist auch eher ein entspannteres Spiel. Das ist jetzt keins, wo man irgendwie Hektik aufbringen muss. Deswegen finde ich dieses Thema immer so. Ja, es ist schwierig darüber zu reden und vor allem wie man darüber redet. Aber muss das sein? Immer dieses Konsole versus PC. Das muss doch nicht sein. Immer dieser Kampf der Giganten. So, wer hat den besten Schwanz? Weißt du, so der virtuelle Schwanzvergleich. Das weiß ich nicht. Also, tut mir leid. Also, ja. Wie gesagt, meine Meinung ist dazu, wir sind alle Gamer. Alle sind wir am Zocken. Sei es jetzt mal mehr, mal weniger, je nachdem. Der zockt Shooter, der zockt Rollenspiele, der zockt Strategie, der zockt MMORPG, sei es LOL, WoW, was auch immer. Oder was weiß ich, der zockt halt lieber Point-and-Click-Adventure oder Shooter oder was auch immer. Das ist doch total Bums, was der jetzt zockt oder wo er von mir aus auch zockt. Es ist halt so, dass gewisse Publisher-Spiele nur für eine bestimmte Plattform rausbringen, eben wegen den Verkaufszahlen, weil sie sich eben auf dem und dem System vielleicht besser verkaufen. Das hat damit sehr viel zu tun. Das ist Marktstrategie. Ganz einfach. Und natürlich tun die Publisher, also jetzt die Konsolen-Publisher, sei es jetzt Microsoft, Sony oder Nintendo, Spiele für ihre eigene Plattform nur entwickeln lassen. Das machen die aus strategischen Gründen natürlich auch, dass sie ihre Konsole auch verkaufen können oder besser verkaufen können. Nehmen wir mal jetzt ein ganz gutes Beispiel ist Nintendo. Hätte Nintendo keine Exklusivtitel, würde sich die Konsole lange nicht so gut verkaufen. Und das ist bei PlayStation genau der gleiche Punkt. Hätten wir für die PlayStation kein Uncharted, die Quantic Dream Spiele oder was ja jetzt auch noch kommt, Spider-Man, The Last of Us, Days Gone, Death Stranding und was da noch alles kommt. Hätten wir diese Spiele nicht oder würden diese nicht kommen, dann würde sich die PS4 in dem Fall lange nicht so gut verkaufen. Das ist ganz klar. Würde sich jeder wahrscheinlich, oder ja, nicht jeder, aber viele würden sich dann einen PC kaufen für, sagen wir mal jetzt 1000, 1400 Euro. Zusammengespart und fertig. Natürlich ist auch ein Punkt bei der Konsole, die ist günstiger als ein PC. So, die Konsole läuft Pi mal Daumen 7 bis 8 Jahre, manchmal auch 10 Jahre, das hängt immer drauf an, aber ein Konsolenzyklus geht immer 7 bis 8 Jahre, dann kommt die nächste. Und bei einem PC, wenn ich mir dafür 400 oder 500 Euro einen PC zusammenschraube, den kriege ich nicht über 7 oder 8 Jahre aktuell am Laufen. Das funktioniert einfach nicht. Eine Grafikkarte alleine, dass ich die 7 bis 8 Jahre lang überbrückt bekomme,
da muss ich schon Minimum 300 Tacken ausgeben für eine ordentliche Grafikkarte. So, dann kommt noch ein Monitor hinzu. Gut, ich kann natürlich auch einen Fernseher anschließen, ganz klar. So, dann kommt der Arbeitsspeicher hinzu. Dann kommt eine Festplatte hinzu. Dann kommt ein Netzteil hinzu. Und dann kommt das Mainboard hinzu. Dann hätten wir im Prinzip den ganzen PC zusammengeschustert. Es sei denn, man holt sich natürlich einen Komplett-PC, meinetwegen für 1600. Weil ein Komplett-PC kostet immer ein bisschen mehr, wie wenn man ihn selber zusammenschraubt. Und das ist was ganz anderes. Aber das ist was ein ganz anderes Thema. Aber nun gut, das soll es gewesen sein. Bisschen ausgeschweift, aber nun gut. Ist halt manchmal so. Und sagt mir mal eure Meinung gerne in den Kommentaren. Würde mich mal gerne interessieren, wie ihr zu der Sache steht. Ob ihr auch vielleicht mal ein bisschen ausrastet, wenn der ein oder andere sagt, das und das ist scheiße. Also wenn jetzt beispielsweise jemand sagt, dein PC ist scheiße oder beispielsweise deine PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch oder Nintendo Wii U ist scheiße. Je nachdem. Würde mich gerne mal interessieren, schreibt es gerne mal in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben, gerne auch ein Abo dalassen, wenn es dir gefallen hat. Und in diesem Sinne bin ich raus und bis zum nächsten Mal. Ciao.